Glück ist für mich Verbundenheit. Ich bin Gina und ich bin Glücksministerin. Der glücklichste Moment in deinem Leben. Ich weiß, das ist eine gemeine Frage, aber kannst du diese Frage beantworten? Also den einen ultimativen Moment, nein, kann und will ich, glaube ich, auch nicht beantworten, weil ich dann irgendwie alle anderen abwerten würde. Aber witzigerweise habe ich, als ich... Ich finde, das gehört auch dazu. Das ist auch schön. Das ist auch ein Glücksmoment, dass in Mannheim so viele Papageien rumfliegen. Ich habe mich, als ich damals mein Buch geschrieben habe, auf die Suche nach solchen Glücksmomenten gemacht und habe dann beim Suchen gemerkt, du musst nicht suchen, du kannst eigentlich an jeder Ecke nur finden. Und wenn man einmal so diesen Fokus gesetzt hat und wirklich mit allen Sinnen neugierig ist auf solche Glücksmomente, dann sind die in einer Fülle um dich herum, das ist unfassbar. Wie fühlst du Glück? Wenn solche, ich sag mal so überwältigende Momente sind, und das können wirklich ganz, ganz kleine Augenblicke sein, dann bleibe ich auch manchmal stehen und sage, das ist es, weißt du, das ist einfach schön. Mit dem Köfferchen reise ich total gern durchs Land und da sind Geschichten drin, da sind Objekte drin, da sind Erinnerungen drin, mit denen ich halt total gerne meine Veranstaltungen bereiche, weil ich bin nicht so eine, die dann Keynote anschmeißt, PowerPoint und 5000 Folien mit irgendwelchen Tabellen. Es braucht Emotionen und ich finde sowieso im Leben, wir brauchen mehr Gefühle und wir sollten die mehr zulassen. Hast du einen Glücksbringer? Ich bin mein eigener Glücksbringer.